Wir haben jetzt drei spannende Vorträge. Beim ersten geht es sehr viel über Standards und über die Team Engine, die ich persönlich auch noch nicht kenne. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was der Dirk Stenger uns heute zu erzählen hat. Und dann übergebe ich dich mit das Wort. Hallo. So. Wir müssen jetzt die... Hallo, mein Name ist Dirk Stenger und ich halte heute einen Vortrag über die Team Engine. Das ist ein Tool, was hauptsächlich vom Open Geospatial Consortium, also dem OGC, verwendet wird und auch gewartet wird. Der Titel meines Vortrags lautet Validierung des neuen OGC-Standards WFS 3.0 und aktuelle Entwicklung im Projekt. Das heißt, wir haben vor kurzem eine neue Testsuite entwickelt, die halt den WFS 3.0 testet. Und ich erzähle sonst noch ein bisschen, was gerade in der Team Engine passiert. Ja, dies ist meine Agenda für heute. Also ich fange mit einer kurzen Einleitung an. Erzähle dann, was die Team Engine ist und stelle Testfeeds vor, die man mit der Team Engine laufen lassen kann. Dann gehe ich auf die aktuellen Entwicklungen ein und komme dann zu dem Schwerpunktthema, nämlich dem WFS 3.0. Erstmal, was macht den WFS 3.0 aus und wie kann man so ein WFS 3.0 mit der Team Engine testen? Ja, mein Name ist Dirk Stenger, ich arbeite bei Latlon als Softwareentwickler seit 2012. Seit 2017 sind wir Manager der OGC Validation Tools, wo auch die Team Engine zugehört. Und ansonsten unsere Hauptarbeitsfelder beschäftigen sich eigentlich alle mit OGC-Standards. Also wir machen viel oder beteiligen uns an der Degree-Initiative, steuern da Code bei und richtig, machen sehr viel, was mit OGC-Standards zusammenhängt. Hier, das sind einfach mal zwei Screenshots. Der rechte ist die Team Engine. Die Web-Oberfläche der Team Engine, so sieht das aus. Dort kann man sich anmelden, einloggen, einen Test starten. Links sieht man dann ein Dokument oder einen Service, den man mit der Team Engine testen könnte. Das ist ein WFS 2.0. Das wäre dann ein sogenannter Input, den man der Team Engine übergibt, damit sie diesen Dienst testen kann. Die Team Engine steht für Test Evaluation and Measurement Engine. Und ist eben eine Test-Engine, die Test-Suites ausführen kann. Das heißt, man muss schon noch separat eine Test-Suite schreiben, die dann aber eben von dieser Engine ausgeführt wird und auch das Ergebnis wird aufbereitet. Die Team-Engine kann Services testen, das ist der häufigste Anwendungsfall, aber auch Clients, Schemas oder Daten selber. Die komplette Team Engine ist in Java geschrieben, natürlich Open Source. Und man kann sich den Quellcode auf GitHub angucken. Unten ist der Link. Die Test Suites sind hauptsächlich in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben. Einmal der OGC Compliance Test Language. Das ist eine speziell von dem OGC entwickelte Sprache. Oder in TestNG. Also der erste Fall wäre halt XML und der zweite würde auf Java basieren. An Oberflächen für die Nutzer hat die Team Engine einmal ein Webbrowser-Interface, was man da halt sieht. Also einfach über einen Webbrowser kann man die Team Engine nutzen. Natürlich auch ein Kommandozeilentool und auch eine REST-Schnittstelle. Ja, das OGC. Also das waren jetzt erstmal die Grundlagen, was ist die Team Engine überhaupt. Jetzt komme ich zu den Testfeeds, die vor allem durch das OGC bereitgestellt werden. Das sind auf jeden Fall die meisten, die ich kenne. Das OGC stellt über 40 Testfeeds bereit. Die kann man auch alle auf GitHub finden, also den Quellcode dazu.
Unter folgendem Link sind die ganzen Repositories für die Testsuites aufgelistet. Klar, und jede Testsuite nutzt immer eine dieser beiden Sprachen, die ich eben schon vorgestellt habe. Die älteren Testsuites eher CTL und die neueren eher TestNG. Das sind jetzt mal ein paar Beispiele für Testsuites, inklusive Link, WFS 1.1, WFS 2.0 oder WMS 1.3 Testsuite. Man sieht an den Links, dass jede Testsuite ein eigenes GitHub-Repository hat. Das bedeutet, dass jede Testsuite auch einen eigenen Issue-Tracker hat und auch ein eigenes Wiki. Und man kann auch Pull-Requests für einzelne Testsuites stellen und wir nutzen auch diese ganzen Möglichkeiten aktiv. Also wenn jemand einen Fehler für eine Testsuite findet, kann der Issue-Tracker genutzt werden, um den Fehler zu melden. So, jetzt stelle ich noch kurz vor, wie sieht das eigentlich aus, wenn so eine Testsuite ausgeführt wird über das Webbrowser-Interface. Erstmal muss man sich anmelden, einloggen, dann kann man auf der linken Seite auswählen, welchen Dienst man testen möchte. Dann kommt man zu der rechten Seite, zum rechten Screen, muss dort die Input-Parameter angeben. Das heißt, meistens ist es einfach die Capabilities-URL plus optionale Parameter. Das unterscheidet sich von Testsuite zu Testsuite. Hier testen wir in WFS 2.0. Dann drückt man unten auf den Start-Button. Man sieht den linken Screen, Executing Test, das dauert eine Weile. Und dann bekommt man einen Report, der einem sagt, ob dieser WFS alle Tests bestanden hat oder eben, wie gesagt, welche Tests er auch nicht bestanden hat. Dieser Report wird schon HTML ausgegeben. Man kann dann auf die einzelnen Tests klicken, vor allem wenn die fehlgeschlagen sind, und gucken, warum sind sie fehlgeschlagen. Das OGC hostet eine Installation der Team Engine. Die kann man unter folgender URL aufrufen. Jeder kann die auch nutzen, sich da mal registrieren und ausprobieren. Also man verpflichtet sich da zu nichts. Hauptsächlich ist sie aber natürlich dafür da, um Standardimplementierung zu testen und die dann für den Fall, dass sie valide sind, kann man sich diese vom OGC als OGC-Compliant zertifizieren lassen oder man kann sogar auch Referenzimplementierung entwickeln, sich die zertifizieren lassen durch das OGC. Die aktuellen Entwicklungen der Team Engine. Team Engine 5.3.1, das aktuelle Release, 5.4 wird gerade entwickelt und beinhaltet hauptsächlich Bugfixes und Enhancements, die fast alle auf die Oberfläche abzielen oder den Workflow besser machen. Ich denke, auf GitHub kann man sich auch alle Arbeiten jederzeit angucken. Was passiert gerade bei den Testsuites? Testsuites werden auch immer weiterentwickelt, vor allem Bugfixes werden erstellt. Wenn wir Bugfixes erstellen, dauert es ein bisschen, bis die auf der Produktionsumgebung des OGC laufen, weil die erstmal durch verschiedene Prozesse durch müssen, die Testsuites. Aber auf der Beta-Umgebung, die man dort sieht, die kann auch jeder nutzen, sich auch registrieren, ausprobieren, werden immer die aktuellsten Versionen installiert. Richtig. Eine neue Sache, die wir gemacht haben, ist, dass wir versuchen, die Testsuites auch über Docker Hub bereitzustellen. Das heißt, über Docker Hub ist es sehr einfach, die runterzuladen und die ganze Software zu starten. Also es ist im Prinzip nur ein Befehl. Richtig, unten sieht man einen Link zu dem Docker Hub Repository. Dort sind dann die Testsuites aufgelistet, für die es aktuell ein Docker-Image gibt. Das sind aktuell nur zwei, weil wir gerade erst damit begonnen haben. Aber wenn man dann auf so eine Testsuite klickt, sieht man auch, was man genau machen muss, welchen Befehl man ausführen muss, und das ist halt wirklich nur einer, um das Image runterzuladen, zu starten und die Tests auszuführen. Jedes Docker-Image beinhaltet genau ein Tomcat mit einer Team-Engine und einer Testsuite. Richtig, das Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist, dass wir auch irgendwann Docker-Images haben, die kompletten Umgebung vom OGC nachstellen, also die Produktivumgebung und auch die Beta-Umgebung, wodurch man dann ein Docker-Image hätte mit allen stabilen Test-Suites plus einer Team-Engine-Instanz plus einer Tomcat-Instanz.
Ja, es sind ein paar Beispiele, wie man die, oder ein paar Use Cases für die Docker-Images. Also richtig, neue Releases von Testfeeds können halt sofort runtergeladen, sofort gestartet werden. Das ist für jeden sehr einfach. Jedermann kann eine Testsuite ganz einfach in seine eigene Serverinfrastruktur integrieren. Und ja, in der Zukunft wollen wir halt auch, dass jeder sich das komplette Produktionssystem vom OGC ganz simpel auf seinem eigenen PC nachstellen kann. Ja, dann komme ich zum WFS 3.0. Richtig, erstmal erzähle ich ein paar generelle Dinge über den WFS 3.0. Ich weiß nicht, wie gut die Kenntnisse hier im Saal darüber sind. Also der aktuelle Status ist, also erstmal muss man sagen, der WFS 3.0 wurde noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern es ist immer noch ein Candidate Standard. Und aktuell bittet das OGC darum, dass die Öffentlichkeit diesen aktuellen Candidate Standard ja, kommentiert und Verbesserungsvorschläge macht. Das war eine Pressemitteilung vom letzten Sommer. Richtig, und das ist immer noch ein Prozess, dass Feedback gesammelt wird für den Candidate Standard. Dieses Feedback wird auch auf in GitHub-Issues dokumentiert und dort diskutiert und dann auch gelöst oder Verbesserungen gemacht, direkt auf GitHub. Richtig, man muss nämlich dazu sagen, dass die komplette Spezifikation auf GitHub geschrieben wird. Richtig, da unten unter der Nummer 2 sieht man den Link. Das heißt, jeder kann sich immer den aktuellen Stand anschauen und eben auch Pull-Requests stellen oder ein Issue öffnen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt in der Spezifikation. Aktuell wird erwartet, dass ja, Mitte 2019 eine stabile Version ja, vorhanden sein wird. Das wäre dann das erste Stable Release der Spezifikation und die würde dann in den Standardisierungsprozess des OGC und des ISO kommen. Und dann wird es noch ein bisschen länger dauern, bis die dann auch wirklich verabschiedet ist. Ja, man muss trotzdem sagen, die Kernspezifikation ist schon fertig und es wird wahrscheinlich auch nur noch kleine Änderungen daran geben. Ja, der WFS 3.0 ist wurde komplett neu geschrieben, also hat wenig noch mit dem WFS 2.0 und früheren WFS-Diensten zu tun. Ja, eine, ja, das wird darauf geachtet, dass eher ja, aktuelle IT-Standards genutzt werden für die Umsetzung, anstatt so spezifische WFS-Lösungen zu entwickeln, wie es in der Vergangenheit vielleicht eher war, der Fall war. Das heißt, man orientiert sich eher ja, an aktuellen Trends in der IT-Branche, anstatt selber Lösungen zu entwickeln. Ich gehe auch ein bisschen mit dem Ziel, dass der Standard halt in der generellen IT-Welt oder besser kompatibel mit der generellen IT-Welt ist. Die Spezifikation ist modular aufgebaut, das heißt, die Core-Specification Part 1 ist das. Die bietet nur ein einfaches Interface, um räumliche Daten abzufragen. Das ist eigentlich der Teil, über den wir sprechen, der ist fertig und über den wird halt gerade diskutiert. Alle anderen Funktionalitäten werden dann in separaten Teilen der Spezifikation erstellt. Also es wird eigene Spezifikationen dafür geben, die dann zum Beispiel Transaktionen hinzufügen oder komplexe Queries. Die Hauptänderung ist, dass der WFS 3.0 ein ressourcenorientierter Dienst ist. Das heißt, er baut auf dem REST-Konzept auf. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Und eine andere Sache ist, dass das Capabilities-Dokument wegfällt und also die Schnittstelle in diesem Fall durch ein Open-API-Dokument beschrieben wird. Open-API ist auch eine Spezifikation, die halt beschreibt, wie REST-Schnittstellen standardisiert beschrieben werden können. Das heißt, auch hier werden IT-Standards genutzt, anstatt so dieses OGC-spezifische Capabilities-Dokument zu nutzen. Auch die Encodings, also die Abfrageformate, haben sich geändert. Das heißt, früher war GML total zentral und ohne GML, GML war das Format,
für alle OGC-Dienste. Jetzt gibt es kein Standardformat mehr, aber es werden JSON, HTML und GML als Formate vorgeschlagen. Aber gerade JSON ist jetzt auch viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ja, dann komme ich zu dem Testen des neuen OGC-Standards WFS 3.0. Wir, die Latlan GmbH, haben halt im letzten Jahr, also als Teil vom Projekt oder vom Testbed 14 Programm, das ist im Prinzip so ein Programm vom OGC, wo neue Entwicklungen wirklich dann die Praxis oder neue konzeptionelle Entwicklungen in die Praxis umgesetzt werden. Das wird dann alles durch Sponsoren finanziert. Richtig, in diesem Programm werden ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht und wir waren halt in dem Compliance-Thread und haben im Rahmen dieses Projekts dann die Test-Suite entwickelt. Alle Tests sind in Java geschrieben, und also mit dem TestNG-Framework. Klar, werden mit der Team-Engine ausgeführt. Und richtig wichtig ist auch noch, dass wir uns, also die Spezifikation, die WFS 3.0-Spezifikation beinhaltet eine Abstract Test Suite. Also das ist halt eine natürlich sprachliche Test Suite, die beschreibt, wie man so einen Dienst testen könnte. Und genau diese natürlich sprachige Test Suite haben wir umgesetzt mit dieser TestNG, mit dem TestNG Framework. Das heißt, wenn man jetzt das Testergebnis von der WFS 3.0 Test Suite sieht, sollte man die Schritte auch in der Abstract Test Suite wiederfinden können, die man dann in der Spezifikation nachlesen kann. Die Implementierung der Test Suite befindet sich auch auf GitHub. Es gibt unter folgendem Link. Es gibt auch wieder alle Möglichkeiten, wie immer, so Issue Tracker. Wir freuen uns da auch immer über Feedback. Und es gibt auch eine offizielle Dokumentation, die sich unter github.io befindet. Ja, kann man sich auch anschauen. So, was sind die Herausforderungen während der Implementierung gewesen? Oder die, und auch die Dinge, die so ein bisschen anders waren als bei den Test-Suites, die wir vorher geschrieben haben. Also die Hauptsache war natürlich, dass wir davor immer ein Capabilities-Dokument gepasst haben, hier aber ein Open-API-Dokument haben. Und das heißt, das Open-API-Dokument beschreibt halt eine REST-Schnittstelle und REST sagt ja, dass Ressourcen untereinander verlinkt sein müssen. Und genau das macht sich dann die Test-Suite zunutze, dass sie halt im Prinzip nur den ganzen Verlinkungen folgt. Richtig, das heißt, es ist eigentlich eine sehr generische Test-Suite, die wenig fachspezifisch ist, sondern generell einfach dieses Open-API-Dokument passt und an den verschiedenen Links folgt und guckt, ob das Erwartete passiert. Richtig, ein Problem war, dass es kein Mandatory Encoding gibt, also kein Encoding, was genutzt werden muss. Das mussten wir lösen, indem wir einfach gesagt haben, der Dienst muss JSON unterstützen, sonst kann er nicht getestet werden. Also das ist einfach eine Voraussetzung für die Test-Suite. Und wir haben auch neue Java-Bibliotheken und Frameworks benutzt, die davon nicht genutzt wurden, um halt zum Beispiel eine REST-API zu testen, also REST Assured oder KSEN, Open-API-Parser, um so ein Open-API-Dokument zu parsen. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung, was sind jetzt die Besonderheiten der Test-Suite. Also klar, die Test-Suite implementiert ein komplett neues Konzept, was ich ja eben vorgestellt habe. Wichtig ist, die Test-Suite ist datenunabhängig, das heißt, man kann jeden Dienst damit testen. Das war in der Vergangenheit auch nicht mal der Fall. Da musste man teilweise Testdaten einspielen, um einen Dienst überhaupt testen zu können mit einer Test-Suite. Hier kann man aber wirklich jeden WFS 3.0-Dienst nehmen. Und dann gibt es halt noch die Voraussetzungen, das heißt, die Test-Suite, der zu testende Dienst muss das JSON-Encoding unterstützen und er muss auch OpenAPI Version 3.0 verwenden. Sonst funktioniert kann er nicht mit der Test-Suite getestet werden. Richtig, die Spezifikation geben immer sogenannte Conformance-Klassen aus. Conformance-Klassen bündelt immer so bestimmte Funktionalitäten. Man kann dann gucken,
erfüllt ein Dienst alle Besonderheiten einer Conformance-Klasse. Richtig, kann so dann genau sagen, was ein Dienst kann, was er nicht kann. Es gibt halt eine Haupt-Conformance-Klasse, das ist die Core-Conformance-Klasse. Die haben wir auch komplett implementiert und alle optionalen Conformance-Klassen haben wir aber nicht implementiert. Aber das heißt, man kann mit der Test-Suite wirklich gucken, genügt der WFS 3.0 den wirklich den Core, also den Kernanforderungen oder nicht. Ja, die Test-Suite ist auch wieder auf der Beta-Umgebung installiert, auf Produktion natürlich noch nicht, weil der Standard noch gar nicht veröffentlicht wurde. Aber jeder ist eingeladen, sich den anzugucken, also die Beta-Umgebung anzuschauen, einen Account dort zu erstellen und einfach mal WFS 3.0-Dienst damit zu testen. Entwickler können auch Docker, eine IDE oder Kommandozeilentool nutzen, aber der erste Weg ist wesentlich einfacher und schneller. Richtig, über jedes Feedback würden wir uns natürlich immer freuen, über den schon häufiger erwähnten Issue-Tracker. Ich denke, hier sind jetzt noch einfach so ein paar Denkanstöße für die Fragerunde, die ja gleich kommt. Ich weiß nicht, hat hier jemand im Raum schon Erfahrung mit OpenAPI, wie man so eine OpenAPI API testen kann? Und richtig, also es wird uns einfach interessieren, weil wir denken halt, dass man die Test-Suite, die wir geschrieben haben, auch generell als OpenAPI-Test-Suite umschreiben könnte, da sie wirklich sehr generisch genutzt werden kann. Ja, dann bedanke ich mich und würde mich über Fragen freuen. Ja, vielen Dank dir für den spannenden Vortrag. Es ist immer interessant zu sehen, was hinter diesem ganzen WMS und WFS noch mehr steckt, als wenn man es nur von der User-Perspektive sieht, wo man sich einfach die schnell einbindet, aber dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steckt, wie man das testet und so. Also sehr interessanter Einblick. Jetzt haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Gibt es vom Publikum Anmerkungen, Fragen? Bitte dann noch in das Mikrofon sprechen. Wir kommen dann zu euch, damit das für die Videoaufzeichnung auch, dass man die Frage hört. Nur eine kurze Frage. Es gibt ja auf der Beta-Seite, wo die Test-Suites in der Beta-Phase sind, auch seit einiger Zeit zwei Test-Suites von den DigiWiki-Profilen für WMS und WFS. Richtig, ja. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, dass die upgedatet nachgeführt werden? Oder ist das momentan eher etwas, was brach liegt? Also die werden aktiv gepflegt. Also man kann auch Fehler melden, wir würden die dann auch bearbeiten und uns anschauen. Und das Ziel ist ja, diese Test-Suites auch nach Produktion irgendwann zu verschieben. Also im Moment ja, liegen sie ja nur auf der Beta-Webseite. Aber soweit ich weiß, sind die Standards auch noch nicht final verabschiedet. Darauf wird aktuell gewartet. Also die Profile, auf die da abgezielt wird, die sind schon, also die sind sehr wohl ratifiziert mittlerweile. Es gibt sogar schon einige andere auch für die anderen Dienste, also WMTS, WCS, CSW. Das wäre dann die nächste Frage, ob es da eine Idee gibt oder Bestrebungen gibt, die auch als Test-Suites zu implementieren. Also oder Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Aber jetzt, also für ein WMTS, ja, ich meine, NSG-Test-Suite, das ist ja so noch so eine amerikanische Version davon, gibt es, meine ich, für den WMTS. Richtig, aber also aktuell sitzen wir nicht dran, aber das Interesse besteht natürlich und eventuell braucht man einen Sponsor, der sowas fördern würde. Richtig, aber wegen der, also wann die nach Produktion verschoben werden können, das könnte ich auch nochmal, also ich stehe auch mit dem OGC in Kontakt, dann nochmal in Diskussionen bringen. Weil der letzte Stand, den ich da bekommen hatte, ist, dass die noch nicht, also dass die Standards noch nicht so weit sind. Aber richtig, kann ich auf jeden Fall nochmal nachfragen. Und dann, also wenn die Standards jetzt wirklich schon so weit wären, dann würden wir auch versuchen, die möglichst schnell nach Produktion zu verschieben. Okay, danke. Ja.